Hi zusammen und willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es um, ja, Quick Propagation. Tut mir leid, ich habe letztes Mal gelogen, es geht nicht um Overfitting, das kommt erst nächstes Mal. Heute geht es, wie gesagt, nochmal um einen kleinen Speed-Up, nämlich um unser Delta W mal wieder, also um unseren Gewichtsvektor. Okay, es geht also heute wieder mal um Effizienz und was wir hier machen ist, wir bestimmen unser W noch ein bisschen besser, als wir es bisher getan haben. Wir sagen nämlich, wir wollen nicht nur die Ableitung zum Berechnen von Delta W, sondern wir wollen das hier insgesamt, also diese ganze komische Rechnung. Und warum wir das haben wollen, ist folgendes. Wir tun so, also wir nehmen jetzt zwei Sachen einfach an, obwohl sie eigentlich nicht so richtig wahr sind. Wir sagen erstens mal, unsere Kurven, unsere Fehlerkurven sind parabelförmig. Und deswegen wollen wir natürlich anhand von dieser Parabel perfekt sofort den, oder nicht sofort, aber wir wollen relativ schnell den Tiefpunkt finden. Und wir nehmen weiterhin noch an, dass diese Parabeln für jedes von diesen Gewichten W, I, J unabhängig sind. Ja, ersteres können wir erreichen, wenn ihr die von mir schon vorgestellten Methoden benutzt. Einfach also sowas wie Mean Subtraction, Rescaling und so Zeugs. Da kommt ihr schon relativ nahe ran, dass es wirklich Parabeln sind. Also Parabeln nur kurz für die Leute, die es gerade nicht so im Kopf haben, was eine Parabel ist. Ich wollte gerade mal wieder mit Weiß auf Weiß zeichnen. So, das ist eine Parabel und hier wollen wir hin. Das ist sozusagen unser Ziel und wir sind jetzt hier zum Beispiel oder hier. Und dann können wir natürlich uns ein W, ein Gewicht definieren, mit dem wir direkt, oder ein Delta W, um genau zu sein, mit dem wir direkt in diesem Mittelpunkt landen. Damit hätten wir sofort fast alles gelernt. Oder wir machen das hier und machen sozusagen einen Zweihop. Dann sind wir trotzdem noch sehr, sehr schnell in diesem Mittelpunkt drin. Ja. Und wenn ihr das Ganze so normiert, wie ich es euch schon gezeigt habe, also wie gesagt, Mean Subtraction und Rescaling, dann seid ihr ähnlich wie diese Parabelform. Problem ist vor allem, dass diese Parabeln nicht unabhängig voneinander sind. Wir haben ja nicht mehrere unabhängige Parabeln für jedes W, sondern diese Gewichte, die hängen stark voneinander ab. Ist ja einfach so. Okay, was man also bräuchte, ist was, was diese Abhängigkeit voneinander wegmacht. Und das ist tatsächlich, durch dieses iterative Angleichen von unseren Gewichten kriegen wir das einigermaßen weg. Das heißt, das ist eigentlich auch so gut wie erfüllt. Und deswegen ist dieses Quick Propagation, was wir hier gerade machen, sehr, sehr effizient. Deswegen probiert es durchaus mal aus, wenn ihr irgendwie relativ große Schwierigkeiten habt, nicht so schnell irgendwelche Ergebnisse zu sehen, Quick Prop und schon habt ihr relativ gute Gewichtsvektoren. Ihr könnt ja Quick Prop vielleicht die ersten paar Male benutzen und wenn es dann noch besser werden soll, dann könnt ihr noch weiter damit arbeiten, also zum Beispiel irgendeinen anderen Algorithmus anschalten oder sowas. Okay. Was wir hier also machen, ist, wir berechnen die Ableitung von E nach W, I, J von T und wieder mal E, I, J von T und also diese T's bedeutet zum Zeitpunkt T und das hier wäre zum Zeitpunkt T minus 1. Und ja, wenn ihr das hier macht, dann habt ihr, wie gesagt, grafisch dargestellt in etwa diesen Gewichtsvektor hier. Also möglichst effizient. Wir kommen relativ schnell zu diesem Tiefpunkt, den wir haben wollen. Ja, das ist Quick Propagation im Prinzip. Das ist die ganze Formel dahinter. Zu den Ableitungen habe ich euch ja schon lang und breit mehrere Videos erklärt, wie ihr da drauf kommt. Und T ist wieder mal einfach bloß der Zeitschritt. Und ja, Delta W von T minus 1 sollte auch klar sein. Das ist halt die Gewichtsänderung zum Zeitpunkt T minus 1. Die könnt ihr euch auch einfach zwischenspeichern. Super, dann war es von meiner Seite auch schon wieder. War wieder ein sehr kurzes Video. Die sind irgendwie alle sehr kurz momentan. Naja, gut. Okay, und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.